Heute halten wir das Webinar zu zweit. Das heißt, ich werde die Einleitungsfolien machen. Mein Name ist Jonas Trüstedt. Ich bin Consultant bei der ATIX und aus meinem Team, mein Kollege, der Fabrice Brémioul, wird nachher dann die Demo machen und euch zeigen, wie man Windows mit dem Ocarino deployen kann. Morgen. Dementsprechend fangen wir mal an. Wir sind von der ATIX. Die ATIX hat als großes Ziel, das Rechenzentrum zu automatisieren. Dazu gehören viele unterschiedliche Sachen, die damit reinspielen. Der wichtigste Teil ist das Lifecycle Management. Das heißt, wir wollen neue Server ausrollen, konfigurieren und auch das Patch Management verwalten. Dafür gibt es sehr viele Tools und für diesen zentralen Aspekt ist Ocarino die Lösung, wo all diese Sachen drin vereint sind. Grundsätzlich gibt es aber im Rechenzentrum auch noch einen Haufen andere Dienste und auch an dieser Stelle können wir unterstützen. Dazu gehören Containerinfrastrukturen auf Kubernetes-Basis. Da gehört der Aufbau zu einer Kafka-Infrastruktur, aber auch die Konfigurationsmanagement-Tools Puppet, SaltStack und Ansible auch ganz losgelöst vom Ocarino. Warum wollen wir denn das Rechenzentrum automatisieren? Erstens, es macht natürlich einen großen Geschwindigkeitsunterschied. Wenn wir das automatisiert haben, können wir schnell neue Hosts rauslassen. Wir haben das stabiler, weil wir wissen, dass alle Hosts gleich konfiguriert sind. Wir können sehen, ob diese Hosts erfolgreich ausgerollt worden sind oder ob wir irgendwo Probleme haben. Wir können die reproduzierbar ausrollen und wenn wir eine Cluster-Variante haben, dann können wir diesen Cluster auch ein halbes Jahr später noch auf dem gleichen Stand, wie der vorher war, unter Umständen erweitern. Dadurch können wir dann verschiedene Dienste sinnvoll orchestrieren und das Ganze kann man so weit treiben, dass man bis zu einem Self-Service kommt. Und Self-Service ist etwas, was jetzt in der heutigen Zeit mit den neuen DevOps-Technologien immer wichtiger wird, weil in vielen Unternehmen sind die Entwickler oder Tester nicht mehr bereit, Wochen zu warten, bis sie einen Server, um ihre Sachen zu testen, zur Verfügung gestellt kriegen. Mit einem Self-Service können Sie sich das unter Umständen selber deployen und das Ganze wird unter Umständen auch automatisiert wieder aufgeräumt. Der Ocarino ist das zentrale Tool bei der ATIX, wenn es um dieses Lifecycle-Management geht. Dazu haben wir auch verschiedene Bereiche im Angebot. Das Ganze fängt an beim Engineering, das heißt, wir haben eine Entwicklungsabteilung, die an diesem Produkt weiterentwickelt, Bugs fixt und auch sonst überlegt, wo man denn unter Umständen das Ganze noch erweitern kann. Wir haben eine Consulting-Abteilung, die sich mit dem Kunden hinsetzt und sich anschaut, was hat er denn für eine Infrastruktur, an welchen Stellen kann Ocarino das Ganze verbessern, vereinfachen oder automatisieren. Welche Möglichkeiten gibt es, den Ocarino beim Kunden einzusetzen und wie kann man den konfigurieren und welche Features braucht der Kunde? Das heißt, diese Einführung, da können wir auch helfen und uns mit dem Kunden zusammen überlegen, was dann sinnvoll ist. Wenn der Kunde jetzt den Ocarino tatsächlich einsetzt, bieten wir dazu natürlich auch ein Training an. Das heißt, jeder, der den Ocarino verwenden soll vom Kunden, der muss natürlich idealerweise so geschult werden, dass er damit umgehen kann und auch weiß, was er tut, damit das Ganze nicht zu Frust führt. Denn der Ocarino ist ein durchaus komplexeres Tool. Die einfachen Sachen sind einfach zu nutzen, den aber tagtäglich zu verwalten, ist als Administrator unter Umständen nicht mehr ganz so einfach. Und wir haben natürlich eine Support-Abteilung. Das heißt, wenn man ein Ocarino bei uns kauft, beziehungsweise eine Subscription dazu, bekommt man automatisch einen Support. Und da gibt es auch verschiedene Varianten. Das heißt, der Standard-Support kann man Tickets aufmachen und unsere Support-Mitarbeiter schauen, dass diese Tickets idealerweise möglichst schnell oder sofort gelöst werden können, halten aber sonst gegebenenfalls auch Rücksprache mit Engineering und Consulting, ob es da Lösungen dafür gibt. Und es gibt aber auch Zusatzangebote, wo
dann eine Betriebsunterstützung möglich ist, sodass man alltägliche Tasks wie neue Hosts ausrollen oder auch ein neues Betriebssystem einrichten, an unsere Abteilung für Betriebsunterstützung, die teilweise in die Support-Abteilung gehört, übernommen werden kann. Das Ganze geht bis, kann man auf Kontingenzbasis bis auf eine Flatrate-Basis nehmen. In dem Ocarino werden verschiedene Sachen unterstützt. Da gehören einerseits verschiedene Betriebssysteme dazu, unterschiedliche Konfigurationsmanagement-Tools. Wir können auf unterschiedlichen Hypervisoren deployen, aber das schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an. Insgesamt sind wir erstmal wieder bei dieser Dreiteilung. Das heißt, wir fangen an beim Deployment. Wir wollen unsere Server konfigurieren können und wir wollen unseren Patch-Stand und Release-Stand von unseren Paketen verwalten können. Insgesamt ist das Ziel, das ganze Serverleben in einer Oberfläche darstellen zu können und soweit automatisieren zu können, dass ich nicht auf jeden Host einzeln mich verbinden muss, um Sachen zu konfigurieren. Fangen wir an mit dem Deployment. Beim Deployment gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, so einen neuen Host zu erstellen. Die eine Variante ist es, ich habe eine bestehende virtuelle Maschine, die ich als Vorlage verwende, oder ich habe mehrere Vorlagen, aus denen ich aber jede neue virtuelle Maschine klone und danach noch anpasse. Das ist der gängige Weg, wie man das in der Cloud macht. Da stellt der Cloud-Anbieter typischerweise Maschinen zur Verfügung oder Vorlagen zur Verfügung, die da verwendet werden. Das nutzen aber auch sehr viele Unternehmen, auch zum Beispiel mit einer VMware-Umgebung, um sich da Templates zu machen, aus denen geklont wird. Die andere Variante ist, ich möchte eine komplett frische Installation und die möchte ich auch automatisiert über das Netzwerk machen. Dann kann ich meinen Hypervisor oder auch meine Bare-Metal-Maschine über den Ocarino aufsetzen und konfigurieren und einschalten. Im einfachsten Fall habe ich in meinem Netzwerk einen DHCP-Server, der dann dieser Maschine anhand der MAC-Adresse eine IP-Adresse zuweist und diesen Host auf eine URL oder auf einen Link schickt, wo er seinen Installationsfile herbekommt und dann je nach Betriebssystem wird über Kickstart, Preseed, AutoJust und ähnliche Konstrukte dieses Betriebssystem frisch installiert und auch konfiguriert. Es gibt auch eine Variante, wenn man keinen DHCP-Server hat und mit statischen IP-Adressen arbeitet, dann gibt es die Möglichkeit, diese Netzwerkkonfiguration in einem minimalen ISO-Image zu verpacken und auch da ist es auch möglich, zum Beispiel bei VMware dieses Image automatisch an die Maschine hochzuladen und anzuhängen, sodass das am Ende immer noch nur ein Klick ist und auch für denjenigen, der die neuen Maschinen über den Ocarino erstellen muss, keinen Unterschied macht. Es gibt einen vierten Weg, der primär auf Bare-Metal-Maschinen abzielt. Bei dieser Variante geht es darum, dass der Server natürlich im Rechenzentrum steht und ich nicht jedes Mal hin und her laufen möchte, wenn ich eine neue Maschine habe, sondern ich möchte mehrere Hardware-Maschinen auf einmal aufsetzen. Dann gibt es ein generisches Discovery-Image. In diesem Discovery-Image, von dem kann ich ein minimales Linux booten und die Netzwerkeinstellung setzen. Danach meldet er sich am Ocarino und hat vorher von dem Ocarino noch nichts gehört. Im Ocarino tauchen diese sogenannten Discovered Hosts in einer Liste auf und ich kann dann über den Ocarino auswählen, was dann aus diesem Host werden soll. Dann wird dieser Host neu gestartet und auch wieder das Betriebssystem der Wahl installiert und konfiguriert. Dazu gehört dann natürlich auch das Release Management und die verschiedenen Versionen, die verwaltet werden können. Dazu sei gesagt, dass wir beim Deployment nicht nur Linux-Distributionen unterstützen, sondern auch Windows, nachdem es heute auch primär um das Windows-Deployment geht. Das Release-Management funktioniert aber nur für Linux-Distributionen. Hier unterstützen wir aber den ganzen Blumenstrauß an Linux-Distributionen, die typischerweise im Enterprise-Umfeld eingesetzt werden. Das heißt Oracle Linux, SUSE Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu und Debian. Und auch Sachen, die direkt davon abgeleitet werden können, kann man natürlich mit Anpassung
mitverwalten. Beim Release Management ist es so, dass wir da von den Repositories für diese Distribution und auch für Third-Party-Repositories eingefrorene Patchstände erzeugen können, sogenannte Content Views. Mit diesen eingefrorenen Patchständen können wir in unterschiedlichen Umgebungen auch unter Kontrolle halten, welche Versionen von Paketen überhaupt zur Verfügung stehen und können auf der anderen Seite mit den sogenannten Errater, die entweder von den Herstellern selber kommen oder für Betriebssysteme wie CentOS, Ubuntu und Debian von uns kommen, eine Übersicht haben, welche Hosts von Security-Issues betroffen sind, für die bereits ein Fix als Paket bereitsteht. Das heißt, in einem solchen Erratum steht drin, um welches Security-Issue es sich handelt, die CVE-ID und in welcher Version des Paketes dieses Problem behoben worden ist. Und die kann man dann, wenn die synchronisiert sind, natürlich direkt damit automatisch einspielen. Der dritte Punkt war die Konfiguration. Bei der Konfiguration habe ich auch verschiedene Möglichkeiten, wie ich dann meine Hosts konfigurieren kann. Ich kann auf dem Ocarino verschiedene Configuration Management Tools integrieren oder sind integriert über Plugins. Da gehört Puppet, Ansible und SolidStack dazu. Es gibt auch weitere, aber das sind die, die bei uns nachgefragt sind und am häufigsten eingesetzt worden sind. Und die kann ich natürlich für diese Verwaltung verwenden oder auch schon Infrastruktur, die vorher existiert hat, da mit integrieren, um das dann weiter zu verwalten. Ich kann aber meine Hosts natürlich schon bei der Installation des Betriebssystems mit konfigurieren, weil ich hier Templates verwende, die konfigurierbar sind über sogenannte Host-Parameter. Das werden wir nachher in der Demo auch nochmal sehen. In diesen Templates wird zum Beispiel auch schon für Puppet der Puppet Agent installiert, für Salt der Salt Minion oder für Ansible die SSH-Keys hinterlegt. Des Weiteren gibt es sogenannte Job-Templates, das heißt, ich kann Vorlagen erstellen für Tasks, die im Alltag häufig auftreten, wo ich aber nicht jedes Mal zu 100% die gleichen Parameter habe, sondern wo ich zum Beispiel noch einzelne Parameter anpassen möchte. Dann kann ich die Variable halten und aus einer Dropdown-Liste oder als freies Eingabefeld diese einfügen. Diese Jobs können über entweder SSH, dann ist das Ganze wie ein Bash-Skript, oder über Ansible abgehandelt werden. Mit Ansible hat man natürlich den Vorteil der Idempotenz. Das heißt, ich kann das Ganze mehrfach ausführen und es geht dadurch nicht kaputt. Zumindest wenn ich meine Ansible-Playbooks sauber schreibe nach Best Practice. Der letzte Teil, der hier in Rot dargestellt ist, ist OpenSCAP. Das ist, wenn man es genau sieht, eigentlich kein Configuration Management Tool, sondern ein Compliance Tool. Das heißt, ich kann damit bestimmte Policies definieren, die auf meinem Host überprüft werden, ob sie denn erfüllt werden und an den Ocarino einen Report senden, welche von meinen Richtlinien denn erfüllt sind und welche nicht. Das heißt, ich kann damit eine Konfiguration abfragen, ich kann sie aber damit nicht ändern. Deswegen wird das häufig in Kombination eingesetzt. Auf der anderen Seite sind solche Reports in der Regel praktisch für Sachen wie Security Audits. Der Ocarino selber basiert auf Formen Catello. Formen und Catello ist ein Open Source Produkt. Das heißt, da kann jeder mitmachen, das kann jeder benutzen. Dafür gibt es sehr viele unterschiedliche Plugins. Da kommt auch schon die Integration mit Ansible, SolidStack und Puppet rein. Bei diesem Projekt ist auch Red Hat sehr stark beteiligt, da das Red Hat für ihren Red Hat Satellite als Basis ebenfalls benutzt. Und von unserer Seite kommen dann verschiedene Features rein, die dann den Ocarino ausmachen. Das heißt, unser Engineering kümmert sich natürlich darum, dass das Ganze weiterentwickelt wird. Das heißt, wir entwickeln einerseits neue Plugins, wir helfen bei Bugfixes. Von uns kommt zum Beispiel im Catello die Integration für die Debian und Ubuntu-Integration.
Und diese Änderung und Verbesserung geben wir natürlich auch an die Community zurück, denn eine Open-Source-Community profitiert natürlich davon, dass jeder, der irgendwas erweitert, das auch wieder der Open-Source-Community zur Verfügung stellt. Außerdem wird es dann dadurch besser maintained. Dann liefern wir für die Betriebssysteme CentOS, Debian und Ubuntu Errata aus. Für CentOS gibt es typischerweise keine Errata. Da gibt es bei uns unsere Repos, wo die mit integriert sind. Für Debian und Ubuntu gibt es noch nicht mal das Konzept von den Errata. Das heißt, wir haben dazu ein eigenes Errata-Plugin für den Catello geschrieben, sodass man extra diese Errata mit hinzufügen kann. Und wir stellen die über einen eigenen Errata-Parser bereit, der aus den Mailinglisten-Einträgen solche Errata-Informationen erstellt, sodass wir auch hier die Informationen zu Security-Issues haben. Zusätzlich neben den Betriebssystemen liefern wir natürlich unsere eigenen Vorlagen und Clients für Oracle Linux, für SUSE, für Red Hat sowie CentOS, Debian, Ubuntu mit aus, damit das Ganze direkt funktioniert. Nachdem wir heute ja über Windows reden, da fehlt hier tatsächlich das Logo, aber wir haben auch Beispielvorlagen für Windows-Deployments. Dann liefern wir natürlich den Support. Das ist da wichtig, dass wir natürlich unseren Kunden nicht alleine lassen wollen, wenn er auf ein Problem trifft. Das heißt, wenn es ein Problem gibt, was unter Umständen in der Upstream-Community schon bekannt ist und wo es eine Lösung ist, kümmern wir uns darum, dass das zurückportiert wird auf den nächsten Release vom Ocarino. Oder aber, dass wir einen Workaround finden, bis das Problem gefixt ist. Auf der anderen Seite gibt es auch häufig Anfragen, die natürlich über zu einer normalen Benutzung gehen oder dass irgendwelche Sachen tatsächlich nicht richtig laufen. Auch da hilft unser Support. Dann haben wir das Consulting, wo es darum geht, zu identifizieren, welche Features braucht denn ein Kunde und möchte er denn haben. In dieser Upstream-Community gibt es sehr viele Erweiterungen für Formen und Catello. Und bei diesen Erweiterungen gibt es so viele Möglichkeiten, die unterschiedlich zu kombinieren, dass es da sinnvoll ist, jemanden mit ins Boot zu holen, der Erfahrung hat, der unterschiedliche Infrastrukturen gesehen hat und sich da mit einem hinsetzen kann und die Informationen liefern kann, wo das Ganze denn einen Mehrwert bietet und wo vielleicht nicht. Aus diesem Consulting wird auch unser Training erstellt. Das heißt, Leute, die bei uns auch als Consultant arbeiten, können hier Trainings halten für Kunden, beim Kunden vor Ort, inzwischen auch remote. Und auch hier wird dann gezeigt, wie man denn einen solchen Ocarino grundsätzlich einrichtet, wie man denn das benutzt, was Best Practices sind. Man kann natürlich auch Fragen stellen. Dieses Training eignet sich dementsprechend auch nicht nur für Leute, die den Ocarino direkt einsetzen, weil ungefähr 90% davon auch auf Formen Catello übertragbar ist. Ebenso lässt sich das Ganze auch auf Red Hat Satellite übertragen. Allerdings sind in Ocarino natürlich die Features wie andere Linux-Betriebssysteme mit enthalten. Und aus all diesen Komponenten entsteht dann ein Produkt und das ist unser Ocarino. Damit man jetzt aber eine bessere Vorstellung kriegt, wie denn der Ocarino tatsächlich aussieht, machen wir als nächstes weiter mit einer Demo. Und bei dieser Demo geht es heute primär darum, wie kann ich denn eine neue Windows-Maschine auf VMware deployen, die so konfigurieren, dass sie direkt mit Ansible konfiguriert werden kann. Und wie sieht das denn eigentlich aus? Wo habe ich Einstellungsmöglichkeiten? Grundsätzlich möchte ich aber auch nochmal darauf hinweisen, wir haben auch unsere eigene Dokumentation, die im Internet unter docs.ocarino.com erreichbar ist. Wir haben die Webseite zum Ocarino und wir haben den YouTube-Channel zu Ocarino, auf den auch alle Webinare, die aufgezeichnet worden sind, kurz nach der Ausstrahlung verfügbar sind, sodass man sich jetzt auch alte Webinare anschauen kann, zum Beispiel das Webinar über Cloud Deployments oder auch, wie denn das Configuration Management funktioniert.
Und hier wechseln wir jeden Monat ab zwischen Englisch und Deutsch. Das heißt, gerade für internationale Unternehmen sind unter Umständen auch die englischen Webinare interessant. Falls es zu dem ganzen Thema Ocarino Fragen gibt, beziehungsweise jetzt auch während der Demo Fragen aufkommen, dann kann man hier in Zoom entweder über den Chat oder über den Question and Answers Button diese Fragen bei uns einkippen. Wir sammeln die und beantworten sie am Ende der Demo. Und damit übergebe ich an meinen Kollegen Herrn Fabrice Brignoul. Guten Morgen nochmal. Wie ich bereits vorgestellt wurde, mein Name ist Fabrice Brignoul. Ich bin auch Consultant bei der ATX AG und ich werde jetzt den Teil der Live-Demo übernehmen. Dazu sehen wir uns jetzt hier einmal den Ocarino an. Dann loggen wir uns jetzt einfach einmal ein. Wir springen jetzt hier gleich in die Gesamtübersicht aller angebundenen Hosts. Wie bereits erwähnt, unterstützen wir vielfältige Betriebssysteme. Hier sehen wir die sämtlichen Linux Enterprise Betriebssysteme wie CentOS, Oracle, aber auch Debian oder Ubuntu. Aber selbstverständlich auch Windows, was am heutigen Tag unser Fokus sein soll. Ich werde deswegen gleich einfach mal beginnen, einen Testos zu deployen und zu demonstrieren, wie schnell und alles einfach gemacht werden kann, wenn man eine entsprechende Vorlage bereits definiert hat. Dazu klicke ich jetzt hier einfach einmal auf Create Host. Dann haben wir hier diese gesamte Schablone, die man vorausfüllen kann. Das werden wir gleich im Anschluss auch sehen. Wir müssen unserem Host erstmal einen Namen zuweisen. Deswegen nennen wir den jetzt hier einfach mal Webinar Windows. Wir wählen jetzt eine Hostgruppe aus, in der wir sämtliche Parameter, die benötigt werden, bereits vordefinieren können. Und wir möchten jetzt gerne einen Windows 2019 Host deployen. Wir sehen jetzt hier, dass sämtliche Sachen, die benötigt werden, bereits vorausgefüllt werden. Und damit der Host in der Zwischenzeit, in der ich diese Schablone erkläre, auch deployed und baut, würde ich das Ganze einfach mal submitten. Jetzt warten wir ein paar Sekunden. Wir sehen jetzt, der Host geht auf die Reise. Wir können jetzt auch einen Blick auf die Konsole werfen und uns ansehen, wie der Host jetzt deployed wird. Dafür muss ich jetzt kurz die Freigabe ändern. Genau, also wir sehen jetzt hier, wird im Wesentlichen das erste einfache Betriebssystem aufgesetzt, Windows PE, jetzt wird das Medium gezogen und der ganze Host geht auf die Reise. Und können uns jetzt einmal im Detail anschauen, welche Parameter wir quasi setzen können. Dazu klicke ich jetzt hier nochmal auf Create Host und wir gehen jetzt die Schablone Schritt für Schritt durch. Geben wir dem wieder einen Namen, wie vorher. Nehmen wir das einfach Webinar ab. Der erste Wert, den man setzen kann, ist die Organisation. Das Ganze ist dafür gedacht. Es kann sein, dass der Organismus zum Beispiel von mehreren Abteilungen benutzt wird. Und entsprechend kann man dann verschiedene Organisationen, in diesem Fall Abteilungen, zuweisen und auch Server entsprechend zuweisen, sodass die Abteilungen nur Zugriff und Sicht auf die ihnen zugewiesenen Server haben. Ähnliches in der Location. Man kann zum Beispiel verschiedene Rechenzentren anbinden und die dann nicht nur in einer Location verwalten, sondern quasi verschiedene Locations zuordnen und entsprechend die ganzen Server sortieren, damit man weiß, wo sie genau herkommen. Der nächste Eintrag, den wir haben, ist die Hostgruppe. In der Hostgruppe kann man im Wesentlichen bereits Parameter vordefinieren. Der einfachste Fall wäre, dass man verschiedene Betriebssysteme vorlegt, zum Beispiel wie ein CentOS 6, CentOS 7, Debian oder auch ein Windows. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Windows vorauswählen, bekommen wir wie vorher bereits alle Parameter definiert. Diese Hostgruppen erfüllen generelle Rollen. Das heißt, man kann dahin also nicht nur Operating Systems hinterlegen, sondern auch die Parameter, um beispielsweise einen Datenbankserver, einen Webserver
oder einen speziellen Applikationsserver zu konfigurieren. Das heißt, in dem Sinne, wenn man dann an dieser Stelle diese Hostroute auswählt, werden sämtliche Parameter für diese benötigten Applikationen ausgewählt. An dieser Stelle, haben wir jetzt Deploy On. Das gibt uns quasi die Compute-Ressource wieder, auf der wir deployen wollen. In unserem Fall haben wir die Möglichkeit, das Ganze auf unserer VMware zu deployen. Wir können das Ganze deployen auf einem angebundenen Proxmox oder im Bedarf das Ganze auch einfach auf Bare Metal deployen. Hier ist jetzt voreingestellt, dass das Ganze auf unserer VMware deployed wird. Das Compute Profile entspricht einer T-Shirt-Vorlage sozusagen, die wir haben. Das heißt, wenn wir einen Server deployen wollen, dann ist in der Regel bereits vorher bekannt im Allgemeinen, wie viele Ressourcen benötigt werden. Wie viel Festplattenspeicher brauchen wir? Brauchen wir viel RAM? Wie viele Nodes? Das Ganze können wir quasi vordefinieren und hinterlegen. In diesem Compute Profile steht dann genau drin, wie das ganze Layout sein muss, und das können wir zuweisen. Wir können das Ganze auch überschreiben, das werde ich nachher noch in einigen Minuten zeigen, wie man eine vorausgewählte Vorlage noch verfeinern kann. Die nächsten drei Reiter sind das Lifecycle Environment, der Content View und der Content Source. An dieser Stelle wird das Release Management angegeben, das heißt, wir können unsere eingefrorenen Paketstände definieren, das Lifecycling der Host ist. Die Catello-Schnittstelle hat kein Plugin für Windows-Hosts. Das ist etwas, was nur für Linux-Hosts gedacht ist. Im nächsten Schritt können wir hier ein Puppet-Environment definieren. Man kann Windows nicht nur mit Ansible deployen, sondern man kann auch ein Puppet zuordnen und Puppet-Klassen zuweisen. An dieser Stelle geben wir das Environment an, in dem Puppet quasi leben soll für unseren Host. Das ist in diesem Fall Production. Wir geben im nächsten Schritt den Puppet-Master an und die Puppet-CA. Das ist in diesem Fall der Ocarino. Das heißt, wir hinterlegen auf unserem Ocarino dann auch die Puppet-Klassen, die benutzt werden. Und der spielt auch die Rolle des Masters. Das ist nicht notwendig. Man kann auch einen externen Puppet-Server anbinden und dann dafür sorgen, dass beispielsweise nur die Reports direkt auf den Ocarino durchgeschaltet werden. Wir gehen jetzt auf den nächsten Reiter. Wir können uns hier einmal die Ansible-Rollen anschauen. Das sind die Rollen, die einem Server zugewiesen werden. Wir haben hier einiges an Rollen, die im Wesentlichen nur für Linux-Hosts gedacht sind. Wir haben jetzt hier noch zwei Rollen, die speziell für Windows-Server geschrieben wurden. Eine etwas ältere, die mittlerweile obsolet ist, und eine, die hier eingebunden ist, Win-Get-Server-Features. Das heißt, wenn diese Rolle ausgeführt wird, dann läuft ein Ansible-Run auf dem Windows-Server aus und sämtliche Feature werden gesammelt und zurückgegeben. Es gibt zwei Möglichkeiten, Ansible-Rollen einzubinden oder laufen zu lassen. Man kann diese Ansible-Rolle direkt beim Deployment mitgeben. In diesem Fall wird der Windows-Server deployed. Sobald der Ocarino dann die Message zurückbekommt, der Host ist deployed und ist im Status installed, läuft ein Timeout an oder ein Countdown an, um sicherzustellen, dass der Ocarino soweit konfiguriert ist, dass er über Ansible ansprechbar ist. Und wenn dieser Countdown abgelaufen ist, werden diese Ansible-Rollen automatisch getriggert und die Konfiguration ausgerollt. Je nachdem, wie lange das Ganze dauert, kann man das Ganze beliebig festlegen, in der Regel 5 Minuten, 10 Minuten. Es ist je nachdem erfahrungswert, dass man weiß, dass der Windows-Host auch wirklich ansprechbar ist. Man kann aber auch im Nachhinein, nachdem der Host deployed wurde, diese Ansible-Rolle einhängen. Die ist dann zugewiesen und man kann dann diese Ansible-Rolle auch manuell triggern. Man kann das Ganze allerdings auch über einen Cronjob einrichten, sodass man die Ansible-Konfiguration ähnlich wie einen Puppet-Service regulär prüfen kann und regelmäßig ausrollt. Im nächsten Reiter haben wir nun die Konfiguration unserer virtuellen Maschine. Das ist das, was ich bereits vorher meinte. Im Compute Profile geben wir ja unsere T-Shirt-Größe mit an. Das heißt, wir haben eine Vordefinition, wie unser Server aussieht. Das heißt, in diesem Fall, unsere T-Shirt-Größe, die wir mitgegeben haben, hat uns gesagt, oder hat dem Server gesagt, er soll zwei CPUs haben, einen Core pro Socket. Wir geben hier den RAM mit, wir geben hier quasi einen Cluster an und die Compute Resource, die verwendet wird. Und wir haben hier unten dann entsprechend eine Festplatte, die mitgegeben wird. Wir können das Ganze jetzt hier überschreiben. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen, dass unser Host nicht zwei, sondern vier CPUs hat. Das ist in diesem Fall nicht notwendig. Wir wollen etwas Ressourcen sparen. Wir bleiben bei zwei. Wir können sagen, wir wollen ein bisschen mehr RAM und überschreiben hier einen RAM. Wir können hier zum einen auch den Festplattenspeicher ein bisschen größer machen oder auch bei Bedarf eine zusätzliche Platte hinzufügen.
indem wir hier einfach auf Add Volume klicken. Das heißt, wir kriegen jetzt hier eine Vorauswahl, wo wir das Ganze definieren können. Wir können einen Storage Port angeben, den es in unserem Fall nicht gibt. In unserem Fall haben wir einen Data Store. Wir geben es hier unter einen Data Store an. Wir haben jetzt hier eine Platte, die mir jetzt in Gigabyte angeben würde. Wir können die beliebig vergrößern oder verkleinern. In diesem Fall nehmen wir die Platte wieder raus für das Deployment, um sicherzustellen, dass wir jetzt hier keine Konflikte bekommen mit einer anderen voreingestellten Einstellung. Im nächsten Reiter setzen wir dann das Operating System. Wir haben hier zunächst die Architektur, die ist im Fall eines Windows Servers ein x64. Wir hinterlegen das Operating System, das benutzt werden soll. In diesem Fall haben wir die Auswahl zwischen einem Windows 2016 und einem Windows 2019. Wir sind mit einem Windows 2019 zufrieden. Wir können jetzt hier die Provisionierungsmethoden auswählen. Der Standardweg ist ein Network-Based Deployment. Das heißt, es wird ein Medium eingehängt, der Server wird gestartet. Er zieht sich das Medium und von dem wird der Server dann from scratch komplett neu gebaut. Die Alternative, die wir haben, die mein Kollege bereits beschrieben hat, wäre ein Image-Based Deployment. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Image-Based. In diesem Fall haben wir in unserer VMware ein Template hinterlegt, eine Vorlage, die einem Server entspricht. Das wäre das Windows 2019 Template, das ist der Name, wie das Ganze hinterlegt worden ist. Dieses Template würde dann in diesem Fall einfach geklont werden. Der Klon geht dann online und wird entsprechend nachkonfiguriert. Im Fall eines Windows geht das über Cloud Init und entsprechend werden dann Hostname gesetzt, die Netzwerkkonfiguration wird angepasst und sämtliche Konfiguration, Software und so weiter, die angepasst werden muss, wird korrigiert und der Host wird im Nachhinein nachkorrigiert und geht anschließend online. Wie gesagt, Standardmethode ist Network-Based. In diesem Fall hinterlegen wir dann unser Medium. Das wäre in diesem Fall ein Windows 2019. Das ist ein Medium, das auf dem AKU hinterlegt ist. An dieser Stelle geben wir auch die Partitionstabelle an, die dem Ganzen mitgegeben werden soll. Als nächsten Reiter können wir jetzt einen Blick werfen auf die Interfaces. Hier ist dann die Netzwerkkonfiguration für unseren Server hinterlegt. Wenn wir auf Edit klicken, können wir sehen, welche Werte gesetzt werden. Hier haben wir den DNS-Namen, der mitgegeben wird. Eine MAC-Adresse haben wir in diesem Fall noch nicht. Die wird erst dann generiert, wenn der Server online geht. Das heißt, sobald wir auf Submit klicken und die VMware-Hülle gebaut wurde, steht an dieser Stelle auch eine MAC-Adresse. An dieser Stelle hinterlegen wir die Domäne, in der der Host leben soll. Wir geben das Subnetz mit an, in dem der Host gebaut wird. Wenn das Ganze über ein DHCP konfiguriert wird, das heißt, das Netz, in dem der Host deployed wird, ein DHCP hat und das Ganze automatisch zugewiesen wird, was in diesem Fall der Fall ist, wird hier auch eine IP angegeben, unter der der Host deployed wird. Wenn wir aus irgendeinem Grund mit dieser IP nicht glücklich sein sollten, können wir auf Suggest New klicken und damit forcieren, dass ein anderer Vorschlag gewählt wird, auf den wir deployen würden. An der unteren Stelle sehen wir noch den NIC-Type, der Typ der Schnittstelle, die mitgegeben wird und das VLAN, in dem unser Host deployed wird. Im nächsten Schritt können wir jetzt hier auch sehen, welche Puppet-Klassen wir mitgeben können für unseren Server. In diesem Fall kriegen wir aus unserer Hostgruppe vererbt die Message of the Day. Das heißt im Wesentlichen, dass wir, sobald der Host deployed wurde und Puppet angelaufen ist, die Message of the Day gesetzt wird. Im nächsten Reiter können wir dann entsprechend die Parameter setzen, die dem Host mitgegeben werden. Parameter können auf mehreren Ebenen gesetzt werden. Wir können globale Parameter setzen, die im gesamten System gelten, für alle Server, die deployed werden. Wir können Parameter in der Hostgruppe setzen. Das heißt, wir haben jetzt eine Hostgruppe, in der eine gewisse Konfiguration da ist. Da können wir zusätzliche Parameter setzen, allerdings auch Parameter überschreiben, die auf einer höheren Ebene liegen, zum Beispiel globale Parameter, können in der Hostgruppe überschrieben werden. Wir können Parameter allerdings auch im Subnet setzen. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Konfiguration haben, die abhängig vom Netz ist, in der der Host deployed wird, können wir die entsprechend dort setzen. Wir können Parameter auch auf Operating System-Ebene setzen, wenn ein Parameter für ein Betriebssystem und nur für das eine Betriebssystem regelmäßig gesetzt werden soll. Wir können aber auch ganz individuell Parameter auf Host-Ebene direkt setzen. Das heißt, wir können jetzt hier auf Add Parameter gehen und einen zusätzlichen Parameter übergeben. Oder wenn wir hier von der übergebenen Config abweichen wollen, können wir hier auf Override klicken und hier den Parameter mit einem anderen Wert überschreiben. Dann wollen wir uns noch einmal anschauen, welche Parameter wir in diesem Fall mitgeben.
Wir sehen jetzt hier bereits, wir haben die ersten 5 Parameter, die Ansible-spezifisch sind. Wir haben hier ein Ansible-CAM, das auf False gesetzt ist. Wir haben hier eine Ansible-Connection. Das bedeutet, dem Host wird mitgegeben, dass die Verbindung vom Ocarino auf den Server über WinAM zu funktionieren hat. Wir übergeben einen Ansible-User, der auf dem Host installiert wird oder angelegt wird, damit die ganze Verbindung funktioniert. Und wir geben das Passwort mit an, das dem User zugewiesen wird, damit später, wenn ein Ansible-Run getriggert wird, die Verbindung auch funktioniert. Wir geben an, über welchen Port sich Ansible verbinden soll. Das wäre in diesem Fall der Port 5985. Wenn wir diese Werte hier alle gesetzt haben, wird das entsprechend auf dem Server mit angelegt. Und im Anschluss ist der Ocarino auch in der Lage, über WinRM mit dem Host zu kommunizieren und die Konfiguration auszurollen. Die nächsten beiden Parameter sind Linux-spezifisch. Das heißt, die sind für uns in diesem Moment nicht relevant. An dieser Stelle übergebe ich den ISO-Index. Der ISO-Index gibt uns an, welche Form von Windows-Deployment wir haben wollen. Wir können zum Beispiel einen Windows Core alleine installieren. Wenn wir einen ISO-Index von 2 übergeben, installieren wir jetzt ein Windows mit einer Desktop-Oberfläche. Der Sortmaster ist auch wieder nur relevant für Linux. Hier haben wir jetzt die weiteren Parameter, die wir geben müssen für unser Windows-Deployment. An dieser Stelle übergeben wir ein Windows-Passwort. Das heißt, wir setzen hier das Passwort für den Admin-User und für den Admin-Account, der auf dem Windows angelegt wird. An dieser Stelle übergeben wir die Seriennummer für Windows, die verwendet werden soll. Und wir können uns auch ein Windows-Share definieren, der dem Windows mitgegeben wird. An der letzten Stelle haben wir jetzt hier noch zusätzliche Informationen. Wir können diesen Server einem Besitzer zuweisen. Standardmäßig ist der Owner, der definiert wurde, der User, der diesen Host deployt. Das kann man jetzt überschreiben und einem beliebigen anderen User zuweisen. Zusätzlich kann man noch das Expire-Plugin auf einen Server anwenden. Das heißt, wir können jetzt hier ein Ablaufdatum hinzufügen, beispielsweise den 1. November 2020. Das heißt, dieser Server hat jetzt eine definierte Lebensdauer und am 1. November 2020 wird der User wird per E-Mail informiert, dass die Lebensdauer abgelaufen ist und dass der Server jetzt quasi offline geht und der Server wird offline genommen. Soweit haben wir das Ganze nochmal gesetzt und im Wesentlichen können wir das Ganze jetzt hier auch einfach noch einmal submitten und den Host einfach bauen. Jetzt haben wir die Übersicht über unseren Server. Wir haben jetzt hier die vielen verschiedenen Einträge. Das Ganze ist jetzt im Deployment-Modus. Wir können uns hier jetzt erstmal die generellen Properties ansehen. Der Status hier gibt uns eine Gesamtzusammenfassung des Status des Hostes an. Das heißt, das hier ist eine Art Summary von allen Werten zusammen. An dieser Stelle steht hier immer der schlechtestmögliche Status, der hier quasi hintergeben wurde. Das heißt, wenn wir hier auf irgendeinem Server einen Error-Status haben, wird auch hier der Status auf Error gehen. Wenn hier der schlechteste Status eine Warning ist, werden wir an dieser Stelle eine Warning haben. Hier haben wir gerade den Build-Status, den wir haben, der gerade ist. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Pending Installation, weil der Server gerade am Deployen ist. Wenn der Server fertig gebaut wurde, ändert sich der Status hier nach Installed. Wir haben jetzt hier das Expiration-Status. Das heißt, wir können jetzt hier sehen, dieser Host wird am 1. November ablaufen. Wir haben hier eine Billing Duration, die im Augenblick nicht verfügbar ist, weil der Host noch nicht gebaut wurde. Wir haben hier ein Token, das mitgegeben wurde während des Deployments. Wie gesagt, Sort ist für Windows jetzt hier nicht relevant. Wir sehen jetzt hier die Domäne, in der der Host lebt. Wir sehen seine IP-Adresse. Wir sehen jetzt die MAC-Adresse, die dem Host zugewiesen wurde, nachdem die VMware-Hülle gebaut wurde und der Host deployed wird. Wir sehen, der Host lebt in Puppet Environment Production. Wir sehen die Architektur, wir sehen das Operating System. Und wir sehen jetzt im Wesentlichen einen Überblick über sämtliche Parameter, die wir vorher bereits gesetzt haben. Wenn wir jetzt hier auf VM klicken, können wir auch noch andere Eigenschaften unseres Hostes sehen. Wir sehen jetzt hier im Wesentlichen mit dem Datacenter mit dem Namen Demo deployed. Wir sehen hier nochmal die MAC-Adresse. Wir sehen jetzt hier die Konfiguration der VM selber. Wir haben hier 2 CPUs. Wir haben 4 GB RAM. Der Verbindungsstatus ist verbunden und der Gesamtstatus ist grün. Und an diesem Punkt sehen wir jetzt nochmal die Übersicht über unser Interface, über die Netzwerkschnittstelle. Wir sehen hier nochmal die MAC-Adresse und wir sehen jetzt hier nochmal
die IP-Adresse und das Subnetz, in der unser Host lebt. An dieser Stelle können wir jetzt hier auch unsere Templates sehen. Die Templates sind im Wesentlichen die Befehlsliste, die dem Host mitgegeben wird, damit er weiß, welche Befehle ausgeführt werden sollen, damit er installiert wird. Wir haben jetzt hier ein normales Network-Based Deployment. Das heißt, das Ganze startet mit einem PXI Linux Template. Der Name ist historisch bedingt, weil das natürlich ursprünglich für ein Linux gedacht war. Allerdings funktioniert das für Windows genauso gut. Das heißt, wir sehen jetzt hier im Wesentlichen, was ausgeführt wird. Das heißt, hier wird jetzt der Kernel übergeben und das Bootmedium, damit er weiß, wie er quasi deployen muss. Im nächsten Schritt wird dann noch das Script-Template ausgeführt. Das heißt, wir sehen jetzt hier, was im nächsten Schritt alles ausgeführt wird. Es werden Partitionstabellen übergeben. Wir sehen jetzt hier, wo sich das Medium zieht. Es wird eine unattended XML geschrieben. In dieser Liste wird quasi das nächste, was ich jetzt nicht sagen würde, das normale Provisioning-Template als XML geschrieben und auf dem Server hinterlegt. Sobald dann der Windows-Server auf installiert geht, auf den Status installed geht und sagt, er ist fertig, wird er sich einmal neu starten. Nachschauen, ob es ein unattended XML-File gibt. Wenn er das findet, wird anschließend sämtliche Kommandos aus dem File ausführen und die Konfiguration des Hostes verfeinern. Das heißt, an dieser Stelle dann können Software nachinstalliert werden, die Konfiguration selbst findet statt, wir legen Ansible an und vieles mehr. Wir können uns jetzt hier dieses Provisioning-Template ansehen, wie das Ganze aussieht. Also wir sehen jetzt hier auch PowerShell-Skripte, die ausgeführt werden, wenn wir ein wenig runterscrollen. Genau, wir sehen jetzt hier das Installieren der Firewall. Wir sehen jetzt weiter unten die Installation von Ansible und vieles mehr. Genau, an dieser Stelle wird der Puppet installiert. Und sobald der Server fertig installiert ist, geht in den Reboot und ist anschließend für den User normal verfügbar. Wollen wir uns noch mal jetzt anschauen, ob unser erster Server bereits verfügbar ist und mal einen kurzen Blick darauf werfen. Wir hatten einen Server deployed mit dem Namen Webinar Windows. Also wir können sehen, der Server ist soweit schon aktiv. Wir haben jetzt hier einmal einen Report bekommen. Wir können uns jetzt hier einmal die Reports ansehen. An dieser Stelle können wir sehen, wer sich gemeldet hat. Das heißt, wir haben jetzt hier bereits den ersten Puppet Report bekommen. In den nächsten Minuten wird anschließend auch der erste Ansible Run getriggert, sobald unser Countdown abgelaufen ist. Wir können auch kurz einen Blick in den Puppet Report selber werfen und entsprechend sehen, dass hier einfach nur die Message of the Day gesetzt worden ist. Genau. Nehmen wir das jetzt wieder in den Vordergrund. Wir können jetzt einfach mal auch einen fertigen Host nehmen und dort nochmal einen Ansible Run nachtriggern, um hier diesen Server nicht zu stören. Sollte an sich kein Problem sein. Aber wir wollen, dass alles den regulären Weg geht. Das heißt, wir nehmen uns hier einen Server, den wir bereits vorher vordefiniert haben. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, einen Ansible Run zu triggern. Wir können hier einmal direkt über Schedule Remote Job gehen. Dann haben wir hier eine Vielfalt an Möglichkeiten. Wir können uns jetzt hier annehmen, Ansible Playbook. Können dann hier auch ein Demo-File definieren, das heißt, wir können auch eine Ansible-Rolle definieren, die wir mit Parametern nachkonfigurieren können. Wir können dem Ganzen auch sagen, dass es einen anderen effektiven User benutzen soll. Wir können ein Timeout mitgeben, in der er das Ganze probiert. Wir können auch ein anderes Passwort oder eine Passphrase mitgeben. Wir können das Ganze sofort ausführen oder wir können das Ganze, also an dieser Stelle sagen wir sofort, wir können das Ganze zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft setzen, wenn wir quasi wollen, dass das nicht jetzt ausgeführt wird, sondern beispielsweise erst in einer Stunde oder in einer halben Stunde. Oder wir können das Ganze als Recurring Execution setzen, also quasi einen Cron-Job. Das heißt, wir können jetzt sagen,
Die Rolle soll jeden Tag laufen, jeden Monat oder eine beliebige Cronline. Oder wir können auch sagen, das Ganze soll nur eine gewisse Anzahl von Malen laufen oder beliebig oft. Der andere Weg, eine Ansible-Rolle zu triggern, straightforward ist es dann, wenn wir jetzt hier wieder zurück in die Host-Übersicht gehen. Jetzt warten wir einen Augenblick, dass die Seite hier geladen wird. Wieder in unseren Host zurück. Das war unser Webinar W19. Wir können jetzt hier rechts klicken. Dann haben wir hier Ansible Roles. Und in den Ansible Roles werden jetzt automatisch sämtliche Rollen ausgeführt, die dem Server zugewiesen sind. Das heißt, wir können jetzt hier einen kurzen Blick werfen auf die Preview-Templates und dann sehen wir jetzt im Wesentlichen, welche Sachen ausgeführt werden. Also hier sehen wir das Ansible-Template. In der Zwischenzeit können, während er das Ganze hier nochmal ausführt, können wir uns nochmal unseren Server selber ansehen, beziehungsweise gehen wir mal auf unsere Gesamtliste zurück und lassen diesen Tab hier offen, damit wir später nochmal drauf gucken können. Sehen wir uns jetzt mal den Status an unseres vorhin deployten Hostes und sehen, ob in der Zwischenzeit Ansible gelaufen ist. Ansible ist gelaufen. Wir sehen hier diesen Report. Wir können jetzt hier einmal draufklicken. Und entsprechend sehen wir jetzt hier in einem etwas unübersichtlichen Format, aber die Information ist vollständig. Wir sehen jetzt sämtliche Features, die von unserem Server gesammelt wurden und entsprechend zurückgegeben worden sind. Das heißt, wir können nicht nur Rollen triggern, sondern wir erhalten einen vollständigen Status-Report zurück und erhalten auch entsprechend auch eine Fehlermeldung, wenn aus irgendeinem Grund der Ansible-Run nicht erfolgreich gewesen ist. Wir können jetzt nochmal einen Blick hier auf unseren Server werfen. Ansible ist noch am Laufen. Wir können uns auch mal kurz einen anderen Tab anschauen und uns den Status ansehen, in dem sich das Ganze befindet. Wir sehen jetzt hier gerade, ist er dabei, sich sämtliche Features zu sammeln. Die werden jetzt hier zurückgegeben. Also wir sehen jetzt hier sämtliche Features, die auf unserem Server verfügbar sind. Wir scrollen jetzt hier bis ganz nach unten. Wir sehen, mittlerweile ist es zu Ende gelaufen. Wir haben einen Exit-Status von 0. Das heißt, wenn wir hier zurückgehen, geht das Ganze auf Success und ist grün. Wir können uns jetzt hier nochmal den Server direkt anschauen in unserer Übersicht. Das war jetzt unter Windows Webinar Demo. Wir gehen jetzt in die Reports. Wir sehen, unser Ansible Report ist da. Entsprechend sehen wir das genau das gleiche wie auf dem anderen Server, weil wir in diesem Fall die gleiche Rolle eingebunden hatten. Wir können uns jetzt hier auch ansehen, wie ein Status eines Servers aussieht, der jetzt quasi gebaut wurde. Wir sehen jetzt hier, der Build-Status ist installed. Configuration is active, weil der letzte Konfigurationsrun, sei es Puppet oder Ansible, eine Änderung auf dem Server ausgeführt hat. Und wir sehen, die letzte Execution war erfolgreich. Das ist im Wesentlichen jetzt das war der Job, den wir getriggert haben über Ansible, der über WinRM gegangen ist. Das heißt, wenn der WinRM-Job erfolgreich war, bekommen wir hier eine Last Execution Succeeded und einen grünen Status. Im Wesentlichen bin ich jetzt am Ende unserer Live-Demo angekommen. Wenn noch Fragen bestehen, stehe ich gerne dazu offen und erkläre noch weitere Sachen. Es gab auch bisher noch keine Fragen im Chat oder über das Fragen- und Antworten-Tool. Okay. Das heißt, wenn da jetzt nicht noch neue Fragen dazukommen, würde ich sagen, warten wir mal noch 2-3 Minuten und ansonsten beenden wir das Webinar an dieser Stelle. Ich hoffe aber trotzdem, dass es allen einen Eindruck gegeben hat, wie man dann auch mit Ocarino, was primär für Linux-Orchestrierung zuständig ist, ebenfalls Windows mit einpflegen kann. Es gibt inzwischen eine Frage, ob am Windows irgendetwas vorbereitet werden muss, um es deployen zu können. Also es gibt einerseits dieses Boot-Image, also dieses WinBoot-Image, was hinterlegt werden muss, damit der Ocarino das beim Deployment fürs Netzwerk installieren nutzen kann. Aber das ist an sich eine ganz normale netzwerkbasierte Installation, wie man das sonst für Windows kennt. Da sind jetzt keine sonstigen Sonderanpassungen mit drin, die mir bekannt wären. Genau. Also im Wesentlichen
Dieses Nimbut-Image, das man anpassen muss, damit das Ganze von Ocado deployed werden kann, wird von uns auch mitgeliefert. Das heißt, wenn wir das Ganze ausliefern, wir liefern dann die Files, die leicht abweichen vom Standard ab. Und wenn man das quasi von die Sachen von uns mitgegeben werden, anlegt, geht das Ganze eigentlich straight forward und da muss man nichts extra anpassen. Okay, das heißt aber, es gibt tatsächlich doch irgendwo kleinere Anpassungen. Und wenn man jetzt tatsächlich ein Image-Based Deployment verwenden möchte, dann ist da unter Umständen nötig, dass das Image mit Cloud Init konfiguriert werden kann, aber das sollte aus meinem Verständnis nur eine Anpassung in VMware sein und nicht am Windows selbst. Dementsprechend bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit von allen Teilnehmern und von allen, die sich in Zukunft das YouTube-Video anschauen. Und damit verabschieden wir uns für heute und wem es gefallen hat und andere Themen auch interessant sind. Es wird in einem Monat das nächste Webinar geben. Das wird dann auch wieder auf Englisch stattfinden. Die Themen für das ganze nächste halbe Jahr stehen auch schon fest und sollten über die Ocarino-Seite einsehbar sein. Vielen Dank und einen schönen Mittwoch. Schönen Tag noch.